am Wort Angelika Winzig, ÖVP-Budgetsprecherin. Die Aufbereitung des Bundesrechnungsabschlusses bedanken. Der Bundesrechnungsabschluss ist ja sowas wie die Bilanz des Staates. Wie bei den Unternehmen stellt man die Aufwände, die Erträge, die Auszahlungen, die Einzahlungen, die aktiver und die passiver gegenüber. Und man zieht dann Schlüsse der Unternehmer, wie geht es weiter in der Zukunft. Und auch wir von der Politik müssen die richtigen Schritte für die Zukunft mit dem Bundesrechnungsabschluss einleiten. Wie der Bundesrechnungsabschluss 2017 ganz deutlich aufzeigt, ist die Bundesregierung auf dem richtigen Weg, nämlich Reformen in diesem Land anzugehen. Denn Fakt ist, die Finanzschulden haben sich von 2016 auf 2017 um 3,5 Milliarden auf 12,11 Milliarden erhöht. Einem Vermögen von 90 Milliarden stehen Fremdmittel in der Höhe von 253 Milliarden gegenüber. Das Nettoergebnis hat sich zwar um 7,8 Milliarden im Vergleich zum Vorjahr verbessert, ist aber immerhin noch mit 1,6 Milliarden negativ. Die positive Wirkung haben wir durch Sondereffekte und natürlich aus erhöhten Steuereinnahmen dank der guten Konjunktur und vor allem auch dank der hervorragenden Leistungen unserer Unternehmerinnen und Unternehmer und unserer Mitarbeiterinnen und unserer Mitarbeiter zu verdanken. Angesichts dieser Zahlen ist wohl jedem Österreicher klar, dass Reformen angegangen werden müssen, um unseren Wohlstand auch in Zukunft abzusichern. Österreich ist das viertreichste Land in der Europäischen Union. Wir haben eine der geringsten Armutsquote und eine der geringsten Einkommensunterschiede auf dieser Welt. Unser Wohlstand wurde aber in der Vergangenheit auch sehr teuer erkauft, nämlich mit der weltweit sechsthöchsten Steuer- und Abgabenquote, mit der sechsthöchsten Staatsausgabenquote in der EU, mit den dritthöchsten Sozialausgaben pro Kopf und dem fünfthöchsten Staatsschulden pro Kopf in der Höhe von 33.000 Euro. Um nachhaltig für die nächste Generation zu wirken, ist es wohl sinnvoller, wenn wir uns darauf konzentrieren, wie wir in Zukunft den Wohlstand erwirtschaften und nicht, wie wir verteilen. Denn Verteilen beherrschen wir aus der Vergangenheit ohne dies perfekt. Je später wir Reformen angehen, desto schwieriger und desto härter sind die Maßnahmen. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Reformen. Und diese Bereitschaft spüren wir auch bei der Bevölkerung, bei den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Wahlkreis. Darum lade ich auch die Kolleginnen und Kollegen der Opposition ein, mit uns diesen erfolgreichen Weg weiterzugehen. Mit den Projekten, die jetzt anstehen, mit der seit langem fälligen Strukturreform der Sozialversicherungsträger, aber auch mit der Reform am Arbeitsmarkt. Würdevoller Umgang mit arbeitslosen Menschen heißt für uns Integration in den ersten Arbeitsmarkt, in die Unternehmen und nicht Abschiebung in kurzfristige Scheinjobs, wie wir dies mit der Aktion 20.000 gemacht haben. Und leider ist heute Herr Kollege Kern nicht da, aber diese Aktion wurde auch ausgenutzt. Und ich habe bei mir im Bezirk eine SPÖ-Bürgermeisterin, die wurde in der Gemeinde über die Aktion 20.000 eingestellt. Und ich glaube, diese Aktion war nicht dafür gedacht, dass man Politiker versorgt. Danke an die Bundesregierung für ihre Reformbereitschaft. Danke aber auch an unseren Klubobmann für seine Themenaufbereitung und für seine nachhaltige Sicherung und unseres Wohlstandes. Und vor allem auch danke unseren Bürgerinnen und Bürgern, dass unsere Arbeit im letzten Jahr so gut in den Umfragen bewertet wird. Als nächstes jetzt sei der richtige Zeitpunkt für Reformen, so Angelika Winzig, sie ist die ÖVP-Budgetsprecherin.